Hallihallo und herzlich willkommen zu Teil 3. Jetzt musste ich erst aufpassen, dass ich die richtige Zahl an Fingern hochhalte. Meines kleinen Videologs zur Zentralisierung der Bibliotheksfachstellen. Heute sind wir wieder drin in meinem Büro. Ich habe euch gestern ja das Gebäude der alten Fachstelle hier in Detmold gezeigt und habe euch versprochen, dass ich euch heute mal was sehen lasse, was wir da im Keller gefunden haben. Und das will ich auch tun. Das steht nämlich hier neben mir und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich eine Karte über das Bibliothekswesen in Ostwestfalen im Jahre 1991. Das ist eine handgezeichnete Karte. Die bunten Punkte, die wir da sehen, sind quasi Markierungen für die Orte, die zum damaligen Zeitpunkt Bibliotheken, egal welcher Größe, unterhalten haben. Hier unten rechts sehen wir dann auch, welche Bibliotheken das im Einzelfall sind, ob das Oberzentren, Mittelpunktbibliotheken, Kreisfahrbüchereien etc. pp. Waren. Und was ich ganz besonders lustig finde, ist, hier unten rechts haben wir sogar noch ein paar Statistikdaten aus dieser Zeit. Also wir können hier sehen, wie hoch der Medienbestand in der Zeit war, wie der sich unterteilt hat, wie viele Entleihungen wir damals hatten und sogar welche Erwerbungskosten es da gab. Das fand ich ein großartiger Fund. Man müsste diese Statistikzahlen jetzt eigentlich mal mit aktuellen Zahlen vergleichen. Dazu habe ich aber jetzt keine Zeit. Ich werde jetzt erstmal den Kampf mit meiner Fahrdienstleitung anfangen, dass sie mir diese 4 Quadratmeter Pressspan mit nach Düsseldorf bringen. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mit den Kollegen in Düsseldorf kämpfen müssen, dass die mir diese 4 Quadratmeter Pressspan auch in mein Büro hängen, das sowieso schön viel zu klein ist. Das soll aber gar nicht eure Sorge sein, sondern eher meine. Ja, falls ihr diese Karte mal sehen wollt, kann ich euch bestimmt auch mal ein besseres Foto davon machen. Dann könnt ihr das euch mal angucken. Ich finde auf jeden Fall, das Schätzchen muss mit mir nach Düsseldorf. Das darf auf keinen Fall verloren gehen. Das war es heute auch schon wieder von meinem kleinen Videolog zur Zentralisierung der Fachstellenarbeit Teil 3. Morgen entführe ich euch mal in eine etwas ungewöhnlichere Umgebung, noch ungewöhnlicher als gestern. Sag euch jetzt erstmal schönen Feierabend und viel Spaß. Bis morgen. Ciao.